Ja, die Eisbahn Davos, das Bild, das kann ich ja, eigentlich jeden Tag könnte ich anschauen. Entdecke immer wieder etwas Neues. Die alte Tribüne, Hockey-Club Davos, da haben sie gespielt, Bibi Toriani, Piccatini, alle die Legenden. Meine Grosseltern haben mir einmal erzählt von diesen Zeiten. Die haben das Hotel Bündnerhof gerade unmittelbar neben dem Stadion geführt. Und ja, man sieht, wie sie stehen auf diesen Podesten, auf dem Schlitten noch. Mein Nene hat gesagt, manchmal waren sie bei ihnen auf dem Hotel dacht oben gewesen, Fotografen während dem Spengler gehabt, weil sie von dort eine schöne Sicht oben runter hatten, in das Stadion hinein. Und ja, das ist für mich Heimat, das ist für mich Davos. Und das ist die Verbindung, die wird auch immer bleiben. Ja, wir sind hier am Froberg, hoch über Rapperswil-Jona. Also hoch über, oder nicht aus Bündnersicht, einfach aus Unterländersicht, so hoch wie man da halt kann sein in dieser Gegend. Aber man hat von hier auch einen wunderbaren Ausblick über den Zürichsee. Auf dieser Seite über das Schloss Rapperswil. Den See da über auf Pfäffiken und dann auf der linken Seite den oberen Zürichsee, den Obersee, wie man da sagt, in Rapperswil-Jona. Und ja, das ist da, wo ich jetzt wohne, seit 2005. Wo ich mich auch sehr wohl fühle mit der Familie. Unsere Kinder die wachsen hier auf in dieser Gegend. Aber eben, ich wohne in Rapperswil-Jona, obwohl ich immer in Zürich geschafft habe. Ich habe nie in Zürich gewohnt, weil es mir aber gleich wichtig war, den richtigen Ausgang zu haben. Richtung Osten, Richtung Bündnerland. Und von Rapperswil-Jona ist man in einer Stunde 20 Minuten zu Davos. Also von dem her keine Distanz. Also das hätte dann schon sollen sein. Was für mich im Rückblick also sehr spannend ist, welche Türen das aufgegangen sind und welche, sage jetzt mal, Welt das sich mir eröffnet hat. Ich mag mich gut erinnern, als ich zu Davos aufgewachsen bin, dann ist wirklich Zürich ist mir zwar ein paar Mal gewesen, aber das ist für mich wirklich eine grosse Welt, eine ganz andere Welt gewesen. Und beim Schweizer Fernsehen zu arbeiten, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Nur schon, dass ich dann beim Radio Eulach dort die Chance gekriegt habe in Winterthur, war für mich schon riesig gewesen. Und es hat diesen Schritt wirklich gebraucht. Und am Anfang, als ich angefangen habe beim Lokalradio, das sind so Radiomoderatoren meine Vorbilder gewesen, vor allem die von Radio 24. So, zu denen hat man raufgeschaut und gedacht, wow, das wäre cool. Einmal dort zu arbeiten, einen von denen zu sein, also ein SRF oder so, habe ich dort irgendwie keine Gedanken verschwendet. Das wäre für mich gar noch nicht vorstellbar gewesen in dem Moment. Ja, und dann so hat sich das eine und das andere ergeben. Und das ist das, was sich für mich gezeigt hat. Man muss einfach den Mut haben und einen Schritt machen. Und das kann auch mal ganz ein kleiner sein. Und dann ist man aber schon wieder ein Stück weitergekommen. Und dann ist der nächste Schritt möglich und alles. Und darum hat es auch die 3 Jahre gebraucht beim Radio Eulach in Winterthur. Und dann hat mir eben jemand gesagt, hey, beim Schweizer Fernsehen suchen jetzt neue Leute in der Sportredaktion. Und ich weiss noch genau, wo die Person das zu mir gesagt hat, dass für mich also dachte, ja, keine Chance, aber du, ich kann es ja mal probieren. Ich bewirb mich doch einmal. Und nur schon, als ich den Brief gekriegt habe, wo retour kam, von Matthias Hüppi unterschrieben, ich darf kommen, ich sei ausgewählt worden, um an diesen Test zu gehen. Der Testtag, das war schon für mich ein absolutes Erlebnis gewesen. Ich war dort. Ich habe gesehen, wer dort alles mitmacht an diesem Test. Am Morgen, wo ich gedacht habe, schon gesehen, okay, gut, ja, weiterkommen, gar kein Thema. Aber hey, jetzt einmal da sein, bei SRF, in diesen Studios, den Matthias Hüppi zu sehen, den Benny Thurnherr zu sehen, das waren für mich Koryphäen gewesen. Und am Abend bin ich raus nach dem Test und dachte, hey, egal wie das Ergebnis ausgeht, das war jetzt einfach ein super Tag gewesen, ein mega Erlebnis, dass ich jetzt
eben als Davoser, sage ich mal, als Bündner, einmal über da mal in diesen Studios zu dienen, das war für mich schon riesig. Ja, und dann ist das irgendwie möglich geworden, oder? Als ich dann dort grünes Licht gekriegt habe, zum Tennis kommentieren, habe ich schon gedacht, hey, hoffentlich schaffe ich das. Ich weiß noch genau, mit dem Heinz Günthard in Berlin habe ich ein Final kommentiert von Martina Hingis gegen Arantxa Sanchez Vicario. Ich meine, ich war drei Tage vorher schon nervös zum Mittagessen. Da konnte ich gar nicht daran denken. Der Heinz Günther mit seiner ganzen Routine nebenan, völlig relaxed und entspannt. Und wir lachen heute noch darüber. Ich habe mich vorbereitet wie ein Wahnsinniger. Ich bin mit so einem Stapel Papier in die Kommentatorenkabine reingekommen. Und bin immer schon nervös gewesen. Während der Ballwechsel, ich dachte, leck, jetzt gehen sie absitzen, Seitenwechsel, jetzt sollte ich dann irgendetwas erzählen, was spannend ist. Was hat auch meine Blätter einmal geschaut, was ich da irgendwie für Infos finde. Und der Heinz Günther ist nebenan gesessen und immer gedacht, hey, nochmal, der würde gescheiter den Match schauen, weil dann könnte man nämlich über das reden, statt dass er immer in seinen Blättern da rumwühlt und alles. Ja, und so ist das gewesen. Genau so das erste Mal vor der Kamera stehen, das erste Mal Sport aktuell moderieren. Da wirklich am Morgen bin ich verwacht und habe mir gedacht, nein, warum tue ich mir das überhaupt an? Ich bin so nervös, ich arbeite ja das kaum. Und es hat extreme Überwindung immer gebraucht. Und manchmal auch nach der Sendung habe ich mich hinterfragt und habe mir gedacht, ei, das ist ja, hoffentlich hätte man das brauchen können. Und bin dann wirklich angewiesen auf das Feedback von anderen Leuten, die gesagt haben, hey, das ist gut gewesen, da könnte man aber an dem noch arbeiten und das noch verbessern, aber bleib dran. Also, diesen Support habe ich gebraucht, weil von Grund auf würde ich mir nicht so viel zutrauen. Also das ist vielleicht nicht immer so, wie es scheint. Und auch wenn ich eine Fernsehsendung moderiere, ist eigentlich auch heute noch so, dann muss ich extrem viel Energie von mir auch immer dort reingeben. Also es braucht mich. Andere, die gehen total auf vor der Kamera, die haben nach der Sendung irgendwie mehr Energie als vorher, oder? Also so ein Rainer Salzgeber oder Sven Epine oder Benny Turner, das sind so Typen, die gehen richtig auf in dieser Rolle. Finde ich sehr bemerkenswert. Ja, extrem selbstkritisch. Ja, ich kann mir es nie recht machen. Also habe ich müssen lernen. Jetzt bin ich 50, habe mich ein bisschen verändert. Und im Golf kann ich das übrigens auch gut lernen. Und mein Motto in dieser Golfsaison ist, dass ich jetzt einmal nett bin zu mir selber während der Golfrunde. Und ich meine, ich bin eigentlich immer der freundlich ist zu allen Leuten rundherum. Mit denen, die ich Golf spiele, denen sage ich immer, hey, guter Schlag, sie gut gemacht. Und wenn etwas nicht so läuft, dann baue ich ihn auf. Und zu mir selber sage ich immer, nein, du Idiot, wo hast du wieder hergespielt? Was machst du? Du bist ja unfähig, das gibt es doch nicht. Was spielst du für ein Seich zusammen? Und ich sage, bist du mal ein bisschen netter zu dir selber. Ich meine, ich gehe in Freizeit Golf spielen, 4,5 Stunden lang. Ja, das ist irgendwie so. Der Ehrgeiz, dass ich immer irgendwie probiere, das Beste rauszuholen und nur wenn es perfekt ist, irgendwie bin ich zufrieden. Also das ist schon das Thema, wo ich daran muss arbeiten, einfach mal etwas gerade stehen lassen. Und, weil man träumt irgendwie von der perfekten Fernsehsendung, man träumt von der perfekten Golfrunde, aber es ist etwas, was es gar nicht gibt. Ja, das ist kein Golf, hä? Gefällt mir gerade schon das Golf. Das Team wird rausgeschlagen. Golf fasziniert mich total. Das ist ein Hickory-Schläger. So haben sie früher gespielt. Ein Stück Holz. Edles Teil. Ich habe noch nie einen Ball geschlagen mit dem. Weil ich finde, da muss ich noch viel besser werden. Dass ich es verdient habe, mit dem Schläger zu spielen. Weil da muss ich dann wirklich treffen. Von wem ist denn der? Den habe ich gekriegt von Joe Lauber. Joe Lauber ist der Mr. Hickory. Super Golfspieler und der pflegt die Tradition Hickory in den entsprechenden Kleidern und mit dem entsprechenden Material und der macht selber noch die Schläger. Der ist der Künstler, der das kann und der weiß, dass ich eine grosse Leidenschaft habe für Golf und hat mir den Schläger geschenkt, anlässlich einmal von einem Anlass in Davos und ja, ist wirklich mega. Hickory Golf täte mir eben schon gut zum Ausprobieren, weil da musst du eben wirklich schwingen und nicht schlagen, damit es gut kommt. Und das ist ja immer das grosse Problem, wenn dann irgendwie das Ego einem wieder einen Streich spielt und dann auf den Ball wieder drauf bängeln willst. Dann machst du zwei wunderbare, schöne, elegante, ruhige Probeschwünge und kaum liegt der Ball, da verändert sich alles. Und ah Mann. Ja, ich habe noch einen Bruder, den Marco, der ist 2,5 Jahre jünger als ich.
Der wohnt auch nicht so weit weg da von Rapperswil-Jona. Der hat es auch ins Unterland gezogen. Der ist in Stäfa daheim mit seiner Familie. Drei Kinder. Und ja, wir haben sehr einen guten Kontakt. Wir haben immer sehr einen guten Kontakt gehabt. Und auf ihn kann ich mich auch immer hundertprozentig verlassen. Also ich glaube wirklich, das Bündnerland, das war so unser Spielplatz. Wir waren sehr viel draussen. Wir haben in der Nähe von der Eisbahn gewohnt in Davos und das war für Jan natürlich perfekt. Oder er, der gerne hockeilen und Schlittschuh fahren. Aber auch wenn er nicht auf der Schlittschuh war, haben wir einfach die Stöcke in die Hand genommen, die Tennisballs und draussen gehen, ohne hockeilen, shooten. Er hat auch jede Sportart können, oder? Und war wirklich polysportiv. Wir konnten Tennisschläger in die Hand geben. Tennis spielen an die Wand, hat er das super können. Nachher hat er irgendwie Interclub-Tennis mitgespielt. Ich glaube, ihm hat jede Sportart können gehen. Und als Kind hat er mich natürlich mitgezogen. Ich bin fast 3 Jahre jünger als er. Und dann musste ich schon als ganz kleiner Knopf auf die Wohnwand bergsteigen, bis ich dann dort oben runtergefallen bin und ein Loch im Kopf hatte. Und so war eigentlich immer Action, immer etwas gelaufen, sehr viel Frust. Wir sind ja nachher ins Lorette gezogen. Und im Lorette haben wir natürlich auch das ganze Lorette ausgenutzt. Oder? Also im Winter ist der Jan gekommen und gesagt, wir müssen da Langlaufloipen haben. Und dann ist er mit den Langlaufski mich auch eingepackt. Langlaufski sind wir hintergegangen, ein bisschen in einem Bereich, wo es ein bisschen grosse Fläche hatte. Und dann haben wir dort eine Langlaufloipen gemacht, zum Langläufeln. Oder im Sommer bei jeder Gelegenheit halt mit dem Velo. Oder er hat gesagt, komm, wir fahren auf den Wolfgang raus. Und viele von euch kennen den Wolfgang Pass und die Strassen, wie schnell dort alle fahren. Wir sind dort mit unserem Dreigänger-Velöli sind wir den Wolfgang rauf. Haben wir unsere Lieblingsschocke gekauft, Marzipan-Schocke. Und dann sind wir dort oben runtergeblochen, natürlich wie die Wilden. Also wenn das die Eltern gesehen hätten, wäre der Puls wahrscheinlich ein bisschen höher gewesen. Und obwohl er eigentlich immer sehr mutig war und sehr forsch, hat es einen gleichen Moment gegeben, wo der kleine Bruder machen musste. Und das war eine lustige Geschichte. Er und der Beat Equilino, bekannter Hockeyspieler, Altafoser, waren gute Freunde gewesen, oder natürlich immer noch gute Freunde. Wir haben eine Rutschbahn gebaut hinter dem Haus im Lorette. Es war sehr steil, ist wirklich steil runtergegangen. Unten hatte es noch so ein Bächli. Und dann haben sie dort gewässert, tagelang. Sind immer wieder Wasser. Am nächsten Morgen schauen, ist sie schon easy genug. Und irgendwann ist sie easy genug. Dann haben sie unten noch eine kleine Schanze gebaut. Dann ist der Beat und der Jan oben an. Bob haben wir noch keine gehabt. Wir haben einfach Plastiksack genommen. Sind sie schauen und gesagt, ja, ist doch ein bisschen steil und ein bisschen easy. Komm Marco, geh du mal zuerst runter. Dann bin ich mit dem Plastiksack die Rutschbahn runter. Es war sehr schnell. Sehr, dürfen wir sagen, oder im Bündnerland. Es war sehr schnell, ein riesiges Tempo. Dann bin ich über die Schanze, da hat es mich eben noch gedreht in der Luft. Und wie so oft wird man den mit dem Arm abstützen. Und dann habe ich den Arm gebrochen, also Steg. Also der ist eigentlich heute noch kaputt, der Arm. Also, ob man das sieht. Also, ich habe ihn 3-mal gebrochen, Ellen und Speichen, 2-mal noch mit Hockey spielen. Aber das eine Mal war eben dort gewesen, mit Beat und mit Jan. Und sind sie noch so ein bisschen runtergespielt. Ich war wahrscheinlich dort unten am Schreien. Sie sagten, ja, dann müssen wir jetzt nicht den Papa rufen. Es wird dann schon besser. Und dann müssen wir nicht zum Arzt. Und wir rutschen dann nachher auch noch. Und ich weiss nicht, ob jemals nochmal irgendjemand die Rutschbahn runter ist, ausser ich. Ja, genau. Da sind wir am Larettersee. Wir haben 5 Jahre hier gewohnt. 4. Klasse bis 2. Oberstufe. Ich war schon ewig nicht mehr da gewesen. Im Sommer. Früher waren wir hier am Baden. Wir hatten ein Schlauchboot und haben den See unsicher gemacht. Das war cool, erfrischend. Im Winter war ich aber mal hier. Hier war es so kalt, schwarz gefrorener See, da haben wir hier Hockey gespielt. Damals, als wir hier gewohnt haben, war es fast zu ruhig. Ich habe lieber in Davos gewohnt, näher bei der Eisbahn. Es war nicht so einfach zu diesen Zeiten, weil es noch nicht irgendwie den Ortsbus gab, der hier einfach regelmässig verkehrt ist und man konnte für eine Bushaltestelle und ist auf den Fuss gefahren worden, sondern es einfach den Schulbus gegeben. Der ist einfach ja, zu einer Zeit abgefahren. Den musste man am Morgen verwischen. Mittag ist man wieder zurückgekommen, zum Mittagessen. Und dann eigentlich gerade wieder gekehrt und wieder zurück auf den Fussdorf in Unteri. Und am Abend mussten die Eltern ins Training fahren und nach dem Training natürlich auch wieder abholen. Und darum weiss ich noch, früher bin ich manchmal sogar mit dem Velo auf den Fuss gefahren. Ja, weil ich flexibel sein wollte. Heute
ja, keine Strecke, wo du irgendeinen Vierklässler oder Fünfklässler mit dem Velo auf den Fuss verschickt. Ja, gut, wieder einmal da zu sein. Wir haben viel mit dem Hund gespielt, mit einem Hund gehabt, und das zeigt vielleicht der Jan auch ein bisschen. Der Jan ist auch sehr zielstrebig gewesen, immer sehr clever und hat sehr gut können argumentieren, wenn er etwas wollte. Und hat unbedingt einen Hund wollen. Er hat dann auch so ein Plakat gemacht, wo drauf gestanden ist Hund, und hat eine Demonstration gemacht in der Stube, und wo der Papa und die Mama gearbeitet haben, ist er dort immer vorbeigegangen, und hat die Argumente aufgebaut, bis wir den Hund hatten. Und nachher sind wir mit dem Hund am Ruhen gewesen, und draussen am Spielen und hockeilen, den Ball hin und her geschossen. Also es ist einfach immer viel gegangen. Und was mir auch noch so geblieben ist, muss ich vorstellen, zugefrorene Larettensee, wunderschön, nur wir zwei dort am hockeilen. Und für den Jan war das, als ob er für die Olympiade trainiert. Also schon als junger Bub, Unterstufe noch, ist der dort auf dem Eis abgegangen. Und wenn ich ihm einen Pass in die Schlittschuhe gebe, gesagt, nein, der Pass nicht in die Schlittschuhe, der Pass muss auf den Stock und genau. Und geh nochmal, wenn ich nicht mehr möge, hat der mich nochmal gezogen und antrieben. Und das war auch mit den Teamkollegen. Also er war einer, er ist vorausgesäckelt, wenn die am Landwasser sind, eben Zickzackweg für die das kennen, in Frauenkirche oder in Teufi oder um den Tafosensee, ist er zuvorderst gelaufen. Oder er wollte der Erste im Säckle irgendwie am meisten Liegestütze machen. Einfach wirklich der Sport, die Energie, der Ehrgeiz und der Wille, den er hatte. Und er hat einfach wirklich wollen, HCD, Profisport, Hockey, das war absolut seins. Und dort dem hat er sehr viel untergeordnet und ist dem auch sehr, sehr zielstrebig immer dran geblieben. Ja, und dann hat plötzlich seine Krankheit bei ihm eingeschlagen und hat da vieles verändert. Wie war denn das für ihn? Ja, das hat wirklich viel verändert und wir können jetzt natürlich viel über den Schockmoment und die Tragik reden und so. Aber ich sehe es auch heute, wie er es auch sieht. Er ist ja unglaublich dankbar, er ist ja so fröhlich und glücklich eigentlich über sein Leben. Und er ist so ein guter Typ und er ist wirklich so, wenn er ist, wenn man ihn eigentlich sieht, die Kamera ist auch mit mir, meinem Bruder, mit allen Leuten. Und das war wirklich prägend für ihn gewesen. Und für viele Leute war es eben auch ein Schock gewesen, weil mir haben viele Leute dann auch gesagt, hey, das war so ein super Sportler gewesen, den gibt es alle 10 Jahre mal, der war so gut gewesen im Hockey, das ist so schade, und so ein Talent hat man verloren. Und für uns natürlich auch, wir haben gewusst, die Leidenschaft oder wie viel das ihm das bedeutet hat. Und natürlich auch die ganze Leidenszeit, aber wie er aus dem rausgekommen ist, ich glaube, das ist bei mir viel die grössere Erinnerung und so. Wie er jetzt ist, wie er als Mensch ist, wie er sein Leben geniesst, eben Dankbarkeit, ich habe das schon gesagt. Und darum ist das für ihn auch gar nicht mehr so ein grosses Thema und er will auch gar nicht mehr so ein grosses Thema daraus machen. Würdest du in deinem Leben etwas anderes machen? Du, kann man nicht. Es ist immer so, wie es ist. Und man hat den Entscheid getroffen in dem Moment, wo man in dieser Situation war. Im Nachhinein kann man es immer anders beurteilen. Aber weil das eine langweilige Antwort ist, sage ich, ja, okay, gut, ich hätte keine Lehre gemacht, sondern voll auf Hockey gesetzt. Ob du Hockey-Profi wirst, das entscheidet sich eigentlich in diesen Jahren zwischen 16 und 20. Dort müsstest du dich durchsetzen in einem Profiteam, wo ja, du dich als Lehrling behaupten gegen einen professionellen Hockeyspieler. Wie soll das gehen, wenn du die Erholungen gar nicht hast und nicht gleich viel kannst trainieren und. Oder? Also darum, in dieser Zeit voll auf Hockey setzen. Entweder geht der Plan auf und dann ist man Profi. Und dann finde ich, wenn du ein Profi bist, dann musst du unbedingt begleitend dazu etwas machen. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten mit Ausbildungen, die man machen kann in dieser Zeit, damit man dort eben nicht stehen bleibt und auch geistig sich kann weiterentwickeln kann. Und wenn der Plan nicht aufgeht, dann realisiert man, dass mit 20 okay nicht sein soll und ist man mit 20 zu alt, um irgendwie noch Lehre machen oder irgendeine Ausbildung anfangen. Ja, nein, natürlich nicht, oder? Heute sowieso nicht. Lebenslanges Lernen, immer sich weiterentwickeln, weiterbilden und so, das ist ja auch extrem spannend. Aber das wäre jetzt für mich so eine Form. Und ich finde, wenn jemand wirklich sehr talentiert ist und gut ist im Sport und so weiter, aber irgendwie das sich schlecht vereinbaren lässt mit der Lehre, dann finde ich, hey, gang voll auf den Sport. Nachher ist immer noch genug Möglichkeit. Und jetzt auch bei dieser Lehre, die ich gelernt habe,
Fernseher reparieren, Röhrenfernseher, Videorekorder, CD-Player, oder? Kassettengeräte, alles das, was es heute nicht mehr gibt. Also wenn ich den Sprung zum Profi geschafft hätte und dann irgendwie Hockey gespielt hätte, 10, 15 Jahre später, ich meine, ja, hätte die Geräte ja alle schon gar nicht mehr gegeben. Also man ist ja gar nicht darum herumgekommen, sich immer weiterzuentwickeln, weiterzulernen. Oder? Heute wäre man irgendwie in der IT-Branche tätig. Ja, das wäre so etwas. Aber es ist gut rausgekommen. Keine Sorge. Alles gut. Ja, da. Da haben wir gespielt. Schau. Wie hallo zusammen. Hallo. Da. Da haben wir gewohnt. Da. Fanin. Da haben wir gespielt. Da war Hockey-Feld zwischen den Hauseingängen. Da hat es die Veloständer noch nicht gegeben. Im Winter haben wir mal probiert, hier noch Eis zu machen. Genau. Die Eishalle gerade da vorne ist. Also damals war es noch keine Eishalle. Ich meine, ich habe noch angefangen, hat man noch von außen Hockey gespielt. Und vor allem hat es eben noch gegeben, die grösste Natureisbahn von Europa. Ich meine, das war der grosse Schatz von Davos. Und ja, hast du so können austoben mit so viel Eis. Und eben auch hier vor dem Haus natürlich. Immer im Hockeyhallen gewesen. Und dann war es wirklich so, es hat eigentlich so fast verschiedene Teams dann gegeben, oder? Wir sind dann die, die so da gewohnt haben, in diesen Häusern sind ein Team gewesen. Und dann hast du dann manchmal gespielt gegen die von diesen Blöcken da vorne. Und da das hast du das nächste Team gehabt. Also da haben wir so halbe Meisterschaften gemacht, oder? Dann haben wir quasi unsere Heimspiele, die haben da stattgefunden. Und manchmal hast du eben dann auch getroffen mit den anderen und hast dann da vorne gespielt. Wir haben meine Schule gemacht. Wenn ich gelernt habe und das Zeug angeschaut habe, dann habe ich es dann schon auf die Reihe gebracht. Das ist schon gegangen. Sprache habe ich sehr gerne gehabt, immer auch. Deutsch bin ich sehr gut gewesen. Ich habe wirklich sehr gute Aufsätze geschrieben. Ich habe vor der Klasse reden, Vorträge gehalten und so. Das war alles kein Problem gewesen. Er hat bei mir in dem Zimmer, zu oberst oben, ganz rechts von hier aus gesehen, in den letzten vier Fenstern, hat er bei mir haben wir Mathematik genossen oder müssen leiden. Es hat Einzelne gehabt, oder? Die hatten natürlich eine riesige Belastung mit Sack und mit dem Hockey nebendran. Die haben fast jeden Tag Training gehabt. Ist natürlich klar, denn ist das mit den Aufgaben und allem ist das immer schwierig gewesen, alles unter einen Hut zu kriegen. Aber er hat das gut gemeistert und man sieht, was er heute geworden ist. Als er zur Schule rausgekommen ist, im 88, habe ich den Kontakt ein bisschen verloren. Also das heisst, ich habe ihn noch gesehen in der Erstliga Hockey spielen. Und nachher ist er ja ins Nationalliga B-Team gekommen, wo Davos aufgestiegen ist. Und nachher musste er aus gesundheitlichen Gründen hören. Und nachher habe ich den Kontakt ein bisschen verloren. Erst wieder Kontakt gekriegt, nachdem er noch beim Fernsehen geschafft hat. Ja, jetzt sind wir auf dieser Eisbahn. Wir haben ja, da früher das alte, ehrwürdige Holzgebäude gesehen, das leider abbrennt ist. Ich mag mich wirklich auch noch gut erinnern. Ja, für uns in unserer Familiengeschichte spielt das, sagen Sie mal, das ganze Areal da eine wichtige Rolle. Meine Mama ist Davoserin, da geboren und aufgewachsen. Und zwar eben auch noch Steinwurf von der Eisbahn entfernt. Wenn wir jetzt da vorne laufen, da die Trainingshalle vorbei, dann kommt es da hinten schon. Hotel Bündnerhof. Näher geht es fast nicht mehr. Da ist meine Mama aufgewachsen. Und jetzt ist es mein Cousin, der das Hotel führt. Also ist immer ein Teil von unserer Familie geblieben. Mein Papa ist aus dem Zürich Oberland. Ist auf Davos gekommen als Koch. Hat eigentlich will eine Saison hier arbeiten und jetzt ist er immer noch da. Ja, der bringt mich nicht mehr weg von Davos. Und das ist so, für mich ist das wirklich so Heimat, auch wenn ich da herkomme. Ja, das Hotel, wo wir mit der Familie so viele Sachen erlebt haben, Eisbahn, wo ich so viele Stunden verbracht habe und natürlich auch die Eishalle. Ah, schau da, das war meine Generation. Das war dann der Mats Waldin, der Trainer.
Mit dem sind wir aufgestiegen. Schau, der Steve Chuchura, Gilles Thibodeau. Das waren dort Imports. Da. Nando im Goal, Nando Wieser. Guter Freund von mir, auch heute noch. Und das war das. Da. Schau, da Werni Kohler. Und da der Remo mittendrin. Schau, das sind die Bilder, wo der HCD aufgestiegen ist. Und da bin ich irgendwo, leider nicht mit der Ausrüstung, in Zivil. Bin ich immerhin beim Festen bin ich dann wieder dabei gewesen. Ah, schau, da haben wir es 1993, 11. März, 4 Minuten ab 10. Remo Gross gelingt der goldene Treffer zum 4:3. Der HCD kehrt damit zurück in die Nationalliga. Der Wos Hockey gespielt, das Kloten Jahr Hockey gespielt, das Chur ein Jahr Hockey gespielt. Dann habe ich Trainer gemacht in Lenzerheide, in Chur. Und dann mit Arno bei 15, 16 Jahren der erste Mannschaft bei Davos. Bei Davos traf ich den Jan, wo wir mit Davos in die erste Liga abgestiegen sind. Und für den Elite-Spieler gebraucht haben, habe ich den Jan eigentlich bewusst das erste Mal getroffen. Er kam mit uns trainieren. Und ich muss sagen, er ist ein sehr ehrgeiziger, läuferischer, sehr talentierter, guter Hockeyspieler gewesen, wo ich glaube, dass er eine gute Zukunft hatte. Und ich mag ihm jeden Erfolg, den er hat, mag ihm wirklich gönnen. Und sein Ehrgeiz, wie er im Hockey hat er schon im Fernsehen gehabt, dass er so weit das geschafft hat. Das muss man sich einmal bewusst sein, was der Remo Gross... Ja, das musst du jetzt nicht erzählen. Das muss man doch manchmal den Leuten auch wieder klar machen, die das heute vielleicht nicht verstehen. Du bist mit dem HCD im 79 aufgestiegen, von Nazi B in Nazi A. Nachher ist das mit müssen erleben, wie es abwärts gegangen ist. Und wieder in der ersten Liga gelandet, wenn man sich das in heutiger Zeit vorstellt. Der HCD, der gerade noch Meister geworden ist, zweimal hintereinander, was ist das, 83, 84 oder 84, 85, ja. Steigt Ende 80er Jahre von Nazi A in Nazi B. Und gerade von Nazi B in der ersten Liga, zweimal hintereinander. Und dann aber auf den Beinen bleiben und wieder raufkommen, das ist eben. Danke, Remo. Ja, da muss ich mir Danke sagen. Lustig ist nur, wenn man gute Spieler kann, die sind einfach Geld verdienen, so anders. Und ich hatte hier ein Lederli, hätte nicht weg können und bin gerne zu Davos gewesen. Und bin auch immer geblieben, ja. Das ist eigentlich auch ein bisschen Zufall. Oder? Ich muss mich fragen, warum, was ist speziell an Davos, dass du auch immer hier wohnst? Ich meine, ich bin ins Unterland gegangen. Schau mal. Was willst du? Keine 40 Grad. 25, es ist, mir ist einfach wohl da. Ich bin hier aufgewachsen, mir ist wohl. Ich war einmal ein Jahr zu Kloten. Du bist am Morgen im Winter auf die Eisbahn gefahren, bist von Glattbrück auf Kloten. Hast du die Hand nicht gesehen vor dem Nebel? Hast du schauen, wo du durchfährst? Nach dem Match am Samstag bin ich ins Auto gestiegen, aufgefahren, den blauen Himmel schauen. Weil moralisch hätte ich das kaputt gemacht. Wenn du so aufgewachsen bist, du bist der Faser durch und dann durch. Bist einfach ich habe quasi ins Unterland müssen, oder? Bei mir, ich sage immer allen, ja, mein Weg ist anders geworden. Aber wenn ich die Hockey-Karriere gemacht hätte, keine Ahnung, ob ich dann nicht auch ewig da geblieben wäre. Das weiß ja, ich aber nicht. So muss man, glaube ich, weg, oder? Ich habe das damals, ist für mich wichtig gewesen, weil ich habe alle eigentlich nicht mehr wählen gesehen, weil ich wusste, ja, ich kann nicht mehr ein Teil von uns sein, ich kann es nicht schaffen, es geht jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt im Leben etwas anderes finden und dann ist mir das gefallen im Unterland. Dafür hast du etwas anderes erreicht, was ich nicht erreicht. Ja. Weißt du, wenn da, was du machst, machen? Du bist eben gut, darum ist es erreicht. Wie gesagt, Ziel gesehen, ehrgeizig, arbeiten für das. Ja. Darum sehen wir nicht im Fernsehen. Das muss man bleiben. Da sind wir in Erlenbach im Studio von MySports in der Redaktion. Und da dreht sich alles immer um Hockey. So sieht es aus für uns mit der ganzen Technik. Wie viel das da dahinter steckt, wird dann bewusst, wenn wir da in unseren Kontrollraum hineinschauen. Da laufen die Leitungen von allen Stadien zusammen. Da ist wirklich Hochbetrieb an einem Spieltag, wenn 7 Matches gleichzeitig stattfindet. Wir haben geschaut, dass jedes Bild an den richtigen Ort mit dem richtigen Kommentar geht. Ja, und da drinnen das immer. Ja, auch der Pokal ist auch da. Das Duplikat, nicht das Original, aber ja. Schön hat er auch er. Sein Platz bei uns im Studio, jetzt in den Playoffs, ist natürlich immer wieder im Mittelpunkt gestanden. Jetzt im Moment ist er ein bisschen auf die Seite gestellt worden, holen wir ihn aber schon wieder für in der nächsten Saison.
Da sind wir im Studio von MySport zu meinem Arbeitsplatz. Wobei ich merke es gerade, wenn ich da sitze, es fühlt sich weniger an wie ein Arbeitsplatz, als fast ein bisschen wie ein Wohnzimmer. Da treffe ich mich mit Kollegen, kann ich eigentlich sagen, mit unseren Experten und kann über Hockey berichten. Und dann wird es mir jedes Mal bewusst, was das auch für ein Privileg ist, diesen Job dürfen zu machen, wie viel Freude es mir dann auch immer noch bereitet. Und ja, gerade hier bei MySports, wo sich halt alles um Hockey dreht, wir sind ein sehr agiles Team, viel kleiner als das früher natürlich der Fall war. Man kann heute eine Idee haben und morgen wird sie umgesetzt. Und ja, da machen wir unser Hockey-Programm, begleitet das, was in der Hockey-Schweiz, aber auch in der NHL oder in der Champions Hockey League passiert. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich schon wieder auf die neue Saison. Aber einmal zurück in deine sogenannte Heimat, ins Graubünden, ist das eine Option oder eher nicht? Ja, ich würde das nicht ausschliessen, weil im Leben verändert sich manchmal Sachen schnell und dann ist man wieder an einem neuen Ort. Und ja, die Verbindung zu Davos, die bleibt immer. Jetzt wohne ich schon 30 Jahre nicht mehr zu Davos. Und gleich würde ich immer sagen, dass ich ein Davoser bin. Der Status Bündner, das bleibt einfach, egal wie lange dass man von dort weg ist. Man ist auch sehr stolz, ein Bündner zu sein, muss ich schon sagen. Stolz, ein Davoser zu sein, keine Frage. Und ja, man weiß es wirklich nicht. Ich meine, unsere Kinder, unser Sohn, der wird das Jahr 20, unsere Tochter ist 17. Der Sohn hat jetzt die Lehre abgeschlossen, die Tochter hat sie angefangen. Und wenn dann die mal ihren Weg gehen, meine Frau und ich, ja, dann schauen wir wieder, was für uns zwei weitergeht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was noch wird passieren in unserem Leben. Ja, das ist schon ein Bündner-Symbol, oder? Und vielleicht ist ja wirklich der Steinbock auch der, der zeigt, wie Bündner sind oder wenigstens gern wären, oder? Schau mal, das stolze Tier, die schönen, speziellen Hörner. Er ist stark, oder? Er kann sich wehren, oder? Dem willst du da frontal nicht begegnen. Und dann bewegt er sich in sehr schwierigem, hochalpinem, felsigem Gelände und ist dort leichtfüßig unterwegs. Und das ist ja das, was wir so für uns behaupten, auch in den Bergen, oder? Da können wir uns bewegen, da sind wir agil, egal auf welcher Unterlage und so, das haben wir im Griff. Und ja, wir sind gerne in der Höhe. Und darum finde ich, ja, der Steinbock ist ein perfektes Bündner-Symbol. Also, wo ich da gewohnt habe, hätte ich genau aufzählen, was der Bündner ist, oder? Das sind irgendwie Kämpfer, das sind harte Siechen und so, jetzt in Bezug auf den Sport und auf das Hockey und alles. Also jenste Eigenschaften, oder? Naturverbunden, bodenständig, authentisch und so weiter und so fort. Und ja, nachher, wenn man irgendwann in der Schweiz oder in der Welt unterwegs ist, merkt man, ja, auch andere haben die Eigenschaften. Darum würde ich das nicht einfach so ausstreichen und nur für Bündner gelten lassen. Und dann eben ins Unterland runtergeht, dann. Also für mich ist das so, dass ich dachte, ja, ich stand dort zuerst mal hinten an. Also bin ich gerade der, der irgendwie reinläuft und ich irgendwie allen gerade das Gefühl hat, kann ich gerade die Welt erklären, was man eher vielleicht noch über gewisse Unterländer könnte sagen. Ich denke, das haben wir nicht. Und im ganzen Bild ist dann das, denke ich, der bessere Weg. Was ist denn dein Lieblingswort im Dialekt? Gucci. Das Gucci, das ist... Ja, man sitzt und liegt doch gerne auf das Gucci. Und zum Fernsehen schauen ist es auch gut, wenn man auf dem Gucci hockt. Ich muss ja schauen, dass mein Publikum sich irgendwie wohlfühlt. Also für die, die es nicht verstanden haben, das ist dann eben das Sofa. Und das ist für mich ja, so ein typisches Wort, das ich aber sehr, sehr selten brauche. Ja, aber auf das Gucci sitzen, ein bisschen ausruhen und einen hübschen Tag haben, das sind natürlich so Sachen. Heute bin ich ein Tourist. Heute bin ich ein Unterländer, der hier am Larettersee Fotos macht. Früher war ich ein stolzer Einheimischer. In den 80er Jahren haben wir hier gewohnt. Ende 80er Jahre. Ist das nicht ein bisschen, wenn ich das so sehe? Ich bin jetzt gerne wieder da, muss ich sagen. Und es ist immer so, immer wenn ich zu Davos bin, denke ich, ich bin viel zu wenig zu Davos, weil es gefällt mir super. Und ich merke schon, dass ich von da komme und dass es eine starke Verbindung gibt zu diesen Regionen, zu den Leuten auch. Aber gleich habe ich mein Leben halt unten im Unterland gefunden, was mir auch gefällt. Aber
Aber ja, wenn ich da bin, ist es immer schön.